Josh Rausch, this movie is way too long. Genau 8.37 Uhr, Deutschland Radio Kultur, am Montagmorgen. In Deutschland leben rund 420 sogenannte Gefährder. Potenzielle Terroristen, also Menschen, denen die Behörden politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung zutrauen, so wird das sachlich formuliert. 420, das sind nun auch wieder nicht so viele in einem so großen und reichen Land. Könnte man die nicht alle überwachen und so an der Durchführung von Anschlägen von Anfang an hindern? Unter anderem das wollen wir jetzt von Rainer Wendt wissen, dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Schönen guten Morgen, Herr Wendt. Guten Morgen, hallo. Ist das möglich, diese 420 Menschen 24 Stunden am Tag zu überwachen? Nur selbst wenn es von der Kräftegestellung her, von der Personalgestellung her durch die Polizei möglich wäre, wäre es rechtlich nicht zulässig. Denn man kann sich unschwer vorstellen, dass es einen Grundrechtseingriff darstellt, wenn immer Polizisten um einen herum sind, auch wenn man sie nicht sieht. Deshalb legen die Gerichte strenge Maßstäbe an. Es muss tatsächlich eine konkrete Gefahr von diesen Menschen ausgehen. Nur dann wäre eine lückenlose Überwachung rechtlich möglich. Aber wie gesagt, es hängt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Vor allen Dingen viele Polizistinnen und Polizisten, die das dann machen müssen. Gibt es da einen Schlüssel? Kann man das ausrechnen, wenn man es dürfte, wie viele Leute man allein bräuchte, um diese 420 zu überwachen? Nein, einen solchen Schlüssel gibt es nicht. Wie jeder sich vorstellen kann, hängt das auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand in einem Dorf wohnt und einmal am Tag zum Bäcker oder ins Restaurant geht oder in einer Großstadt lebt mit einem großen sozialen Umfeld, mit vielen Freunden, die er dann besucht. Da muss viel dokumentiert werden, da muss viel beobachtet werden. Da ist der Schlüssel natürlich viel höher. Das heißt, es geht von 20 bis zu 40 Leuten oder im Einzelfall sogar noch mehr. Der bayerische Innenminister Herrmann hat am Wochenende in mehreren Interviews gesagt, man müsse den Druck auf diese Personengruppe erhöhen. Wie kann man das denn bei allen rechtlichen Beschränkungen als Polizei überhaupt tun? So, das machen wir durch sogenannte Gefährderansprachen. Das heißt, wir fahren zu der Person hin, sprechen die Person an und sagen ihm und machen ihm auch deutlich, dass wir ihn auf dem Schirm haben sozusagen, dass wir ihn im Visier haben und ihn auch beobachten, damit er genau weiß, wir kennen dich und wir beobachten dich auch. Das geht aber auch durch sogenannte Kontrolle der Anwesenheit, durch beispielsweise Fußfesseln oder das Abhören von Telefonen. Alles das ist möglich, wenn es denn im Einzelfall geboten ist und das überprüft notfalls immer ein Richter. Aber das ist natürlich so ein bisschen auch eine Situation, in der sich die Katze in den Schwanz beißen kann. Denn solange Sie jemanden nicht genau beobachten können, können Sie wahrscheinlich den Richter auch nicht davon überzeugen, dass er beobachtet werden muss. Ja, in der Tat, genau da gibt es manchmal Defizite. Aber nicht nur die Polizei beobachtet ja Personen. Wenn von Personen beispielsweise eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht, dann ist es durchaus auch möglich, ohne die hohe Schwelle der Polizeiarbeit überwinden zu müssen, durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Das ist niedrigschwelliger, aber eben auch nur eine reine Beobachtung. Polizei und Verfassungsschutz tauschen ihre Informationen gegebenenfalls aus. Und international, wir haben ja nun immer wieder gehört, die Anschläge von Hannover konnten verhindert werden aufgrund von Hinweisen aus Frankreich. Klappt insgesamt die internationale Zusammenarbeit? Ja, die klappt gut. Das zeigen vor allen Dingen die vielen Anschläge, die in Deutschland verhindert wurden. Sie sind ja maßgeblich auf die Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten zurückzuführen. Deshalb ist es ja auch schlimm, wenn wir permanent diese Nachrichtendienste und ausländischen Geheimdienste hier diskreditieren, beschimpfen und verdächtigen. Das ist ganz wertvolle Arbeit, die dort geleistet wird. Sie dient der Terrorabwehr vor allen Dingen.
Nun hören wir aber immer wieder nach Anschlägen im Ausland. Es war nach Paris so, ich erinnere mich an die verheerenden Anschläge von London damals vor über 10 Jahren. Wir hören dann immer wieder, wenn Täter im Nachhinein identifiziert werden, das seien zum Teil Personen gewesen, die den Behörden A bekannt waren und auch aus einem islamistisch-extremistischen Umfeld bekannt. Stehen Sie da nicht unter enormem Druck? Weil das kann man ja danach keinem Menschen mehr erklären, dass man wusste, der ist ein Gefährder und man konnte ihn nicht daran hindern, einen Anschlag zu planen. Ja, diejenigen, die wir dann lückenlos überwachen, die haben wir auf dem Schirm. Alle anderen nicht. Wenn wir von 420 oder 430 Gefährdern in Deutschland sprechen, für die jeweils eine eigene Gefährdungsanalyse gemacht wird, auf deren Basis dann die Beobachtungsintensität festgelegt wird. Die, die das machen müssen, haben eine riesige Verantwortung, denn möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle dann die Beobachtungslücke, die wir im vornherein nicht auf dem Schirm hatten. Und man darf nicht vergessen, diese 430 Personen, das sind auch nur die, die wir kennen, die in Syrien oder anderswo waren und von denen wir dann von den ausländischen Nachrichtendiensten im Wesentlichen erfahren haben, was haben die dort überhaupt gemacht? Denn es sind ja nicht alle dort auch zu Terrorkämpfern ausgebildet worden und haben dort gekämpft. Manche haben nur in der Etappe gedient sozusagen. Und da müssen wir genau hinschauen und sind auf die Informationen ausländischer Nachrichtendienste angewiesen, die uns dann erklären können, hat er dort nur gekocht oder hat er gekämpft? Terrorgefahr waren im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit und im Rahmen der logistischen Möglichkeiten. Darüber haben wir mit Rainer Wendt gesprochen, dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Wendt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Sehr gerne, schönen Tag. Escaping, you're